Es läuft hervorragend. Also dank dieser hervorragenden Unterstützung auch des Winkenal-Teams. Wir sind ja schon Stammgäste hier, haben wir optimale Trainingsmöglichkeiten. Wir können den Flug simulieren, das können wir auf der Schanze immer nur alle 20 Minuten und das für 5 Sekunden. Wir haben ja ganz tolle Möglichkeiten und wir genießen das sehr. Ja, das ist so ein sogenanntes Teil-Elemente-Training. Wir haben ja sonst die komplexe Übung auf der Schanze mit Anfahrt, Absprung, Flug und Landung. Und der Flug dauert ja maximal 5 Sekunden und man hat wenig Zeit. Man muss erst die Voraussetzungen schaffen. Und hier kann man jetzt nur den Flug herausnehmen und kann hier die Körperposition üben. Der Sportler kann sich sozusagen mal frei bewegen, kann mit dem Wind spielen, wozu er sonst nie Zeit hat und findet dann durch eine aerodynamischere Grundhaltung. Ja, wir haben es jetzt hier zum Training genutzt. Es laufen natürlich die Kameras mit. Es ist die visuelle Kontrolle. Wir haben auch schon Messungen gemacht. Wir bearbeiten das mit Sportler, sprechen das nach und geben dann über Bewegungsanweisungen und versuchen wir uns schrittweise nach oben zu orientieren. Also super. Also man hat hier so schön viel Druck wie auf der Schanze auch. Und man bringt hier echt Flugmeter zusammen, die man auf der Schanze über das ganze Jahr nicht zusammenkriegt. Und von dem her sind wir natürlich extrem froh, dass wir die Option haben. Und wir können jetzt hier echt ein bisschen Spaß haben, den Druck genießen und einfach fliegen. Ja, doch. Also es ist gerade schön, dass wir jetzt so in der Vorbereitungsphase am Anfang vom Sommer die Möglichkeit haben, eben hier auch mal ein bisschen was auszuprobieren, gerade was Flughaltung angeht, aber natürlich auch Material. Und wenn man dann das nächste Mal auf der Schanze steht und im Flug dann sich befindet, dann erinnert man sich schon an so einige Gefühle, die man hier gesammelt hat und es bringt einem doch Wesentliches. Sehr interessant, also es ist auf jeden Fall was anderes wie an der Schanze, aber es ist für uns extrem wertvoll, weil man an der Schanze eigentlich nie die Möglichkeit hat, dass man so lange fliegt und Kleinigkeiten verändert, ausprobiert. Und von dem her ist es eine sehr große Ehre für uns, dass wir überhaupt da sein dürfen und macht extrem viel Spaß. Hier schauen wir immer auf den gleichen Punkt. Der Wind ist zwar da, aber man ist nicht in Bewegung. Und man kann einfach viel länger fliegen und Sachen ausprobieren, was sich dann an der Schanze ändern kann. Und ja, es ist auf jeden Fall ein Riesenunterschied, aber von der Theorie her ist es auf jeden Fall gut.